Ah, die Preußen sollen anfangen. Komisch, wie man so eine leichte Übung Gefreite zu Fall bringen kann. Eigentlich müsste ihr da einfach bloß blocken. Schlag und blocken abwechseln. Ich schlecht, ich gerade bin, keinen Temp-Block mehr kriege. Du sollst ja die Temp-Block, du sollst ja nur blocken. User joined the channel. Mike, guck. Ja. Chris, man kann sich selbst als eher die Tatperson, der weniger im, also der besser im Team ist als die alleine. Was? Ich hab's noch nie verstanden, was? Er ist eher, also sind wir eher schlechter als wir in den Touches, bei der Fuß setzt. Und deswegen ist es besser, wenn er bei den Touches mitmacht. Kann doch hier mitmachen. Einzige Skillverbesserung ist essentiell wichtig. Ja, natürlich. Ich hab ihn nur schon hochgezogen, falls er dann in den Touches geht. Oder so. Mike, du wirst niemals in einem LB, dass du nur blocken und schlägst, abwechseln mit dem Gegner. Das wirst du niemals hinkriegen. Es ist doch einfach nur zu Konzentrationszwecken die ganze Sache. Es hat doch nichts damit zu tun, dass es fürs LB instant oder fürs 1-1 wichtig ist. Es soll einfach eure Konzentration stärken, dass ihr blocken und schlagen könnt, ohne dabei einen Fehler zu machen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Genau, und die Fehlblocks rauszunehmen. Das ist das Training. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr mit dem Gegner auf dem Line-Battle so lange wie möglich den Ohr schlagen und blocken solltet. Das ist völliger Blödsinn. Es geht um eure Konzentration, um die zu schärfen. Ja, Entschuldigung. So. Sorry, Mike. Also ich würde halt kurz versuchen. Dann abwechseln schlagen. Wie viele Fehler entstehen, ja, weil ihr immer noch spammen tut? Ihr sollt einfach mal blocken kennen dann. Die meisten spammen einfach bloß durch den Charge. Das ist aber nicht das, was es sein soll. Im Gruppenkampf kommt es auch darauf an, zu blocken zu können, um seinen Kameraden dort was zu schützen. Oder eine Situation auszuweichen, wo man jetzt blocken hätte müssen. Mein Trainer meinte gerade, ich soll der Innenfall treten. Kann ich irgendwo hin? Ja, einfach hier mit rein. Einfach einen Partner suchen und dann blocken und schlagen abwechseln. Oh ne, jetzt fehlt mir meine Halbzeitphase. Jetzt wieder. Komm! Sehr schön, weiter so. Konzentrier dich. Sehr gut. Wenn du blockst, nach rechts oder links rausgehen. Das schwer den Gegner dich zum Kreisen. Ich? Oder mit wem redest du gerade? Mit dem, der hier gerade vor mir steht. Mit mir. Okay, danke. Schön, schön. Ah, scheiße. Kurzer kleiner Tipp. Kurz mal stopfen, alle mal stehen bleiben. Wenn sie blocken, gehen sie links oder rechts vom Gegner raus. Ich demonstriere das mal kurz, einmal bis Simco herkommt. Alle zu mir gucken, ich bin der hier, der springt. Schlagen. Nach links oder rechts rausgehen. Nochmal. Na, nicht gerade nach hinten gehen, das ist zu leicht ausrechenbar. Außerdem haben sie Gelegenheit, wenn er einen falschen Move macht, dass du ihn von hinten erwischst. Deswegen. Na, habt ihr gerade gesehen? Nach links gedreht, Sideblock gemacht. Das wäre sein Tod gewesen. Deswegen, links oder rechts rausgehen beim Block, das hilft euch weiter, glaubt's mir. Notfalls, wenn ihr wirklich einen falschen Block drinne habt, ich betone, falls ihr einen falschen Schlag drinne habt, dann könnt ihr durch diese Ausweichbewegung vielleicht den Schlag sogar ausweichen und werdet nicht getötet. 50-50 Chance, ne? Statt gerade nach hinten zu laufen und einfach getötet zu werden, wenn er nach vorne geht. Okay? Gut, weitermachen. Ich glaub's auch nur du, dass du mich getötet. Weil das die Gelegenheit wäre da gewesen, aber. Ein Sideblock. Konzentrier dich. Beide Blut meldet sich vom schnellen Abgas ein. Oder schon wieder zurück. Yep. Wichtig, lädt nach links und rechts raus. Und wenn der Gegner in dieselbe Richtung geht, dann wechselt die Laufrichtung. Wenn ihr ineinander steht und schlagt, gibt's einen Poke. Und Poke macht großteils keinen Schaden. Über einen Poke, Entschuldigung, natürlich. Du hast angefangen, musst ja anfangen. Sorry. Ja, Pinjava, Olaf, hast du gemerkt, was ich damit gemeint habe? Bin rausgegangen beim Blocken und hab dich dann seitlich erwischt. Also war bis vor kurzem nicht im.
Komm schon, greif an! B-Block, Chris. Üben, üben, üben. Blocken üben. Ganz wichtig. Kommst du gleich mal zu mir. Entschuldige bitte. Ich bin gerade im Trainingsrausch, deswegen. So, wo ist er? Da ist er. Gut, oben, unten blocken jetzt. Los geht's. Ich hab grad stimmt, Chris, aber du musst dich da konzentrieren. So, der Rest sollte soweit warm sein. Noch eine Minute und dann macht ihr offene Duelle. Gut. Konzentrier dich. Nicht auflösen. Du löst erst den Block auf, wenn du das hier hörst. Okay? Erst dann. Wechselst du den Schlag? Wechselst du den Block? Wenn der Schlag nicht kommt oder er wechselt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel nach unten wechsle, dann kannst du nach unten wechseln. Und erst wenn du dieses Klinggeräusch hörst, gehst du in den Angriff über. Nicht früher. Okay? Hör immer dich auf dieses Klinggeräusch. Das hilft dir, weiterzukommen. Los geht's. Jetzt Blocken üben. Eins. Und konzentrieren. Oben, unten, oben, unten. Ganz wichtig. Irgendwann kommt noch die Bewegung dazu, Chris, und dann wird's noch schwieriger. Aber das musst du drinnen haben. Ich weiß ja nicht, wo du hin willst. Willst du hin, Chris? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Alter, dieses Internet ist so schlecht. Und oben lecker rum. Was musst du sagen? Sehr schön. Komm weiter. Chris, tu mal deine Mausempfindlichkeit höher stellen. Ich vermute mal, du kommst nicht hinterher mit dem Blocken, weil die Mausempfindlichkeit zu niedrig ist. Gehst auf Escape, drückst Option und tust die Mausempfindlichkeit, sagen wir mal, über die Hälfte, sagen wir mal, bei 3/4 einstellen. Gut, dann ab jetzt Duelle. Bis auf Chris, der kommt zu mir und wir machen weiter. Duelle werden natürlich angenommen mit dem oben Block. Mit. So, tu mal deine Mausempfindlichkeit einstellen. Hab ich. Dann block mal so, ganz schnell oben, unten. Schneller. Komm, schneller. Ja gut, jetzt bist du drin. Los geht's, blocken. Und nicht auflösen, lass den Block drinnen, solange kein anderer Schlag kommt. Nicht verarschen lassen. Ja, yeah, sehr gut. Sehr gut. Einwandfrei, weiter so. Sehr schön. Lass den Block drinnen. Lass den Block drinnen, wenn kein anderer Schlag kommt. Lass den Block drinnen. Genau. Und unten. Und unten. Und oben. Ja gut. Weiter so. Sehr schön. Wird doch. Ah, jetzt hast du dich aus der Ruhe. Jetzt hast du dich aus der Konzentration fast. Jetzt war deine Konzentration. Konzentration weg. Nochmal. Und unten. Oben. 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 Unten. Und jetzt greifst du an. Los geht's. Ah, da war der Block nicht da. Ey, mit dieser. Ich habe ja jetzt die viel höher gemacht, die Mausempfindlichkeit, da muss ich erstmal. Ja, da muss ich dran gewöhnen, aber es ist wichtig, dass du dich dran gewöhnst, weil nur so kannst du im Nahkampf bestehen, glaub es mir. Hier stehen ein Haufen Infanteristen, die das wissen. Umso schneller der die Block. Umso schneller man die Mausempfindlichkeit hat, umso besser blockt man, glaub's mir. Nicht unbedingt. Dürfen wir jetzt die Partner wechseln? Ich hab grad Mega Lex, warte mal kurz. Ne, 35 Ping. So, weiter geht's. Dürfen wir jetzt. Ja, das war vor uns schon, hab ich schon gesagt. Komm, konzentrier dich. Nur kontrollieren, wo der Block hingeht. Und wenn du siehst, warte kurz. Warte, kurz, nicht, okay. Sorry. Nicht so ein Problem. Da wir uns am Trainer, kann sowas passieren. Wenn du siehst, du hast den falschen Block drinne, das siehst du ja auch rechts oder links, ein falscher Block drinne ist, dann korrigiere nach. Ja, das heißt, rechte Maus ist zu loslassen und schnell mal noch, wenn du zum Beispiel Rechtsblock hast, ne? Oh, selb Block, oh Gott, noch schnell nach oben. Nochmal schnell rechts drücken und die Maus nach oben ziehen. Ganz wichtig. Und vielleicht ein kleiner Tipp für den Anfang, wenn du das brauchst, setz die Pfeiltasten ein. Dann siehst du, wo die Schläge hingehen und du siehst auch, wo du blocken musst. Ne? Pfeiltasten einstellen beim Blocken. Kannst du auch eine Option machen. Und warte. Zeig Angriffsrichtung an. Wenn du da einen Haken reinmachst, zeigt sie das an. Okay? Da hast du so die Pfeile oben, unten, oben, unten. Jetzt zum Beispiel zeigt es unten an, das heißt, ich mache einen Untenstich. Jetzt zeigt es oben, ich mache einen Obenstich. Oben. Ja. Tut mir leid. Ist eine Übungssache. Warte kurz. Ich muss den kurz antitschen hier. Ja, gut. Sehr schön. Gott schütze den König!
So, jetzt machen wir die Übung nochmal zusammen. In der Bewegung. Ja, schlagen, blocken, abwechseln. Los geht's, du fängst an. Und bewegen. Beim Blocken rausbewegen. Also ganz normales Battle jetzt. Nee. Du schlägst, ich blocke und dann schlag ich und du blockst. Und wegbewegen, wenn du blockst. Ganz wichtig. Oder ausweichen. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel. Sehr schön. Weiter so. Sehr gut. Ja, hat der Block gefehlt. Das war unten, oder? War es oben oder unten? Du hattest einen Seitblock drin. Aber nicht so schlimm, dafür übst du es ja. Ja, das ist alles eine Trainingssache. Das ist nicht so, dass von heute auf morgen, dass du der super so Profi wirst. Ne? Das dauert eine Weile, das entwickelt sich. Irgendwann entwickelst du deinen eigenen Kampfstil, wie zum Beispiel Felix oder Simko oder Janos. Ja, alle jeder entwickelt seinen eigenen Kampfstil. Und mit einer Zeit wird er auch besser. Nur du musst auch daran arbeiten. Was wichtig ist, dass du ihn jetzt blocken kannst. Wenn du blocken kannst, dann kannst du deinen Kampfstil darauf aufbauen. Aber ohne Blocken ist es immer schwierig, gegen einen Gegner zu bestehen, der weiß, was er tut. Ne? Selbst ein guter Kämpfer kann gegen einen wenig ausrichten, wenn du gut blocken kannst. Ja? Deswegen ist das Blocken individuell und muss dringend geübt werden. Kuckuck, das soll ich erstmal. Ja. Brauchst du halt nach Hilfe bei der LB-Organisation? Nein, gerade nicht. Einen schönen Abend euch noch. User left your channel. Ja, ich muss jetzt weg. Tschüss. Tschüss. Oh, Slime Battle beginnt in 10 Minuten ungefähr. Wenn da alle mitmachen. Natürlich können alle mitmachen. Hallo? Das ist die mal gut, kannst ja nicht wissen, aber in dem Line Battle kriegst du die meiste Erfahrung mit. Ne? Dann tust du genau das, was du hier beigebracht hast, umsetzen. Ja? Deswegen ist es so wichtig, dass du mitmachst. Okay, da schließe ich mich dann irgendeinem. Nee, du schließt dich. Du schließt mich, läufst dann hinter mir her. Ich führe die ganze Sache. Ja? Hörst auf die Befehle, die ich gebe. Machst das, was ich sage. Kuckuck, hast du automatisch anlegen aktiviert, erklärt? Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Also, grundsätzlich für die neuen Rekruten, die da mitlaufen. Ganz wichtig. Es heißt, automatisches Anlegen aktiviert und ich sage Linie halt links um, legt ihr automatisch an, wenn ein Feind da ist. Ist kein Feind da, müsst ihr es nicht unbedingt. Okay? Wichtig, dass ihr schon schussbereit seid. Was eigentlich diese bescheuerte Karte gerade drin, kann mir das nicht erklären. Eigentlich sollte es so restartet werden, sodass wir eine LB-Map auskühren können. Nur Speed ist gerade. Profi. User left your channel. Vom Schwert weggehen, ganz wichtig. Du hast eine längere Range ZLP, dann bleib von dem Schwert weg. Du kannst auf die Distanz nicht mehr blocken, wenn du Pech hast. Der macht zum Beispiel richtig hier. Ja, der bleibt auf Distanz, wartet bis ich zu ihm komme und schlägt dann und geht dann wieder raus. Sicherheitsdistanz, sehr schön, Tori. Schwert ist immer gefährlich. Im Line Battle, wenn ihr einen Offizier gegen euch einen Offizier habt, geht niemals alleine drauf. Geht immer zu zweit drauf. Doppeln. Ja, einer oben, einer unten schlagen und dann versucht ihr ihn zu kriegen. Aber nicht anders. Nicht mal alleine probieren. Das ist zu gefährlich. Ich bin kurz auf, klar. Sehr schön. Ja. Gut, macht euch noch ein bisschen warm oder geht was trinken oder holt euch schnell was zu essen oder ein paar Chips oder sowas. Das ist dafür Slime Battle bereit sein.